Dingy gegen Stefan Leitke. Zwei zu 0 für Dingy. Also der besseren Start, den eindeutig besseren Start, legt die nie hin. Die beiden haben ja auch im Hinspiel gegeneinander gespielt. Da hat, wir haben es gehört, Stefan Leitgeb überraschend mit 3 zu 2 gewonnen. Und er brennt natürlich auf Revanche. Auch wenn sein Gegenüber 36 Jahre jünger ist. Ich will diese Partie unbedingt gewinnen. Service wiederholt. So, der erste Punkt jetzt. Das muss doch Selbstvertrauen und Zuversicht geben für Stefan Leitgeb. Da hat er jetzt mal angeschrieben in diesem Satz. Stefan Leitgeb ist in der Bundesliga-Rangliste auf Rang 23. Hat 11 Siege und 16 Niederlagen. Ja, viel Druck mit der Vorhand da von Dingy. Sieben zu 1. Da geht er bis jetzt jeden Ballwechsel, Dingy. Starke Vorhand. Starker Rückschlag von Leitgeb. Auch ein bisschen nervös vor so einer Kulisse und dann noch gegen den Altmeister zu spielen. Das ist nicht einfach für einen unerfahrenen 17-jährigen Spieler wie Stefan Leitgeb. Ja, da zeigt er seine ganze Klasse, da zeigt er Spielwitz. 9 zu 2. Streut immer wieder einen kurzen Ball ein. 10 zu 2. Also der macht jetzt einmal mit Stefan Leitgeb, was er will, dieser Dingy. Zweiter Satz, Service Leitgeb. Ja, mit der Tischkante. Keine Chance für Dingy. Die Tischkante gehört dazu. Glück für Leitgeb. 1 zu 0. Dingy spielt von seinem Service immer sehr, sehr gut weg. Wenn er serviert, kommt höchstwahrscheinlich, so wie hier, immer ein knallharter Schlag. Aber er kommt nicht immer. Stefan Leitgeb liegt in der unter 18 Weltrangliste auf Position 85, ist die Nummer 30 in Europa. Er hat eine leichte Daumenverletzung. Hat er gemeint, ist nicht hundertprozentig fit. Ja, und Glück hat er auch keines. Plus 2, 4 zu 2 für Dingy. Ja, das läuft noch nicht nach Wunsch für Stefan Leitgeb. Da hat er nicht den Funken einer Chance.
5:2. Da macht er mit ihm, was er will. Kennt kein Erbarmen, Dingy. Und wieder diese druckvolle Vorhand, der Angriff zum 6:2. Ja, dieser Dingy hat ja zigmal im österreichischen Nationalteam gespielt. So, jetzt einmal die Vorhand. Er lebt ja von der Vorhand, dieser Stefan Leitgeb. Ein eigentlich sehr sicherer Spieler. Schenkt einem Gegner kaum leichte Punkte. Normalerweise, aber heute... präsentiert er sich nicht so, wie er das normalerweise kann. Aber Dingy lässt das auch nicht zu. Er hat eigentlich eine sehr gute Rückhand, dieser Stefan Leitgeb. Auch sein Service ist sehr stark, aber keine Frage, aufgrund seines Alters ist er halt einmal sehr, sehr unerfahren. Aber das kommt von Spiel zu Spiel. Er glaubt's nicht, da ist einfach der Hund drinnen, wie man so schön sagt. 10:3 für Dingy, 10:4. Er hat noch 6 Satzbälle. Sensationell, sensationell. Letzter Satz. Gewinnt Dingy diesen Satz, gewinnt Dingy dieses Match, dann ist Mauthausen der Sieger dieser Bundesliga-Begegnung gegen Innsbruck. Und alles sieht danach aus. Wieder die Führung für Dingy. So, 1:1. Vielleicht ist ja da jetzt doch noch was möglich. Er muss ein bisschen ins Spiel kommen. Braucht einen Rhythmus, Stefan Leitgeb. Der kann es viel, viel besser. Viel Spin jetzt bei dieser Vorhand. Ja, aber die Beinarbeit ist auch nicht wirklich gut jetzt von Stefan Leitgeb. Muss er sich mehr bewegen. Und dieser Dingy, auch wenn er 53 ist, der kann noch immer gegen alle gewinnen. Das hat man im Vorjahr gesehen. Im Playoff, da hat er Chen Weixin geschlagen vom SV Niederösterreich, einer der besten Verteidiger der Welt. So eine Auflage darf man dem 53-Jährigen nicht geben. Und dieser Dingy, der sieht die Bälle auch viel früher als alle anderen. Das hat ihn immer schon ausgezeichnet. Er verteilt mit der Vorhand die Bälle nach Belieben. Links, rechts, da schickt er Stefan Leitgeb. Setzt ihn immer unter Druck. Stefan Leitgeb muss eine Auszeit nehmen, das macht er auch. Da muss sich jetzt rasch etwas ändern. Da hat er viel Zeit beim Reagieren. Komm ein bisschen vor dem Tisch und mach viel. Viel Tisch. Also immer wie die Service nehmen soll. Also wird rein und. Der Flippen parallel, nicht die Arme. Ja. Nein, gehst du zum Tisch zurück und machst du gegen, spielst du gegen den Ball. Nicht heben, sondern gegen den Ball gehen. Da hast du genug Zeit. Hände oben, nach dem Langaufschlag, Hände oben bleiben und gegen den Ball spielen. Komm, probier's mal. Ja, er hat nichts mehr zu verlieren. Er kann alles probieren, kann jetzt riskieren. Vielleicht geht's auf, vielleicht geht's auch nicht auf. Aber wenn er so weiterspielt, dann ist die Partie sehr, sehr schnell zu Ende. Service Leitgeber. Der Ball. Bei Breselmeier gegen Meier steht es im dritten Satz jetzt 4:2. So, gute Vorhand, guter Spin jetzt und gute Länge. Auch wichtig. Ja, aber schnelles, langes Service wieder von Dingy. 6:3. Bravo, bravo. Da geht halt einfach alles auf bei Dingy. Ja, zu lang die Verteidigung.
7:5. 4 Punkte fehlen Dingy nur noch zum Sieg. Und Mauthausen zum Sieg. Naja, da will er jetzt ein bisschen auch fürs Publikum spielen, dieser Dingy. Der 3. Punkt hintereinander für Leitgeb. Starkes Service, sensationell. 8:6. Ja, man hat das Gefühl, wenn er einen Zahn zulegen will, dann macht er es einfach. Und wieder Glück. Wieder Glück, 9:6. Alles läuft für Ding Yi. Plus 3. 2 Punkte nur noch. 10:6. Matchball Ding Yi, Matchball Mauthausen gegen Innsbruck. Matchball zum 6:0. Er hält sich tapfer, Stefan Leitgeb. In diesem 3. Satz jetzt. Und das war's. Ding hier gewinnt.